Latay Mirzoğ, das Thema heute islamischer Antisemitismus. Sie haben es jetzt selber erzählt. In Ihrer Jugend in Syrien aufgewachsen, sind Sie mit Judenhass groß geworden, ja? Leider, ja, man ist so indoktriniert worden, auch wenn im Elternhaus natürlich ganz anders gesprochen worden ist, war ich als Kind diesem System einfach so, war ich eine Geisel dieser Propaganda in der staatlichen Indoktrinierung wie auch in der Schule, im Koranunterricht, wo es eben die Juden eben die Erzfeinde waren. Ja. Also auch in der Koranschule, im Koranunterricht wurde also aus dem Koran zitiert und damit indoktriniert, ja? Ja, genau, es geht Hand in Hand. Ja. Und das Thema wird bei uns in Österreich, in Deutschland unterschätzt, ja? Dieser Hass, der aus der Religion selber kommt. Na, man kennt diesen Hass ja auch nicht mehr. Natürlich haben wir Antisemitismus, aber der findet ja nur hinter vorgehaltener Hand statt, wenn er jetzt von links oder von rechts kommt. Aber diesen islamischen Antisemitismus, der ist ja für uns in Europa komplett fremd, aber der ist doch total lebendig und der ist salonfähig und en vogue sogar, ja? Und das macht es so gefährlich. Und Sie haben auch aus dem Koran zitiert, dass man also keine Freundschaft mit Juden und Christen schließen darf. Also Christen sind im Prinzip auch auf einer vergleichbaren feindseligen Stufe im Islam wie Juden, ne? Naja, sogar noch tiefer. Also im Islam gibt es ja die 10 Höllen und da kommen die Juden sogar also in der höheren Hölle. Den Christen geht es noch schlechter, weil sie noch die Dreifaltigkeit haben. Also die sind noch schlechter gestellt als die Juden. Ein Stichwort war heute auch der politische Islam. Nun haben Sie auch im Interview mit der Achse des Guten gesagt, man kann den Islam nicht von dem politischen Teil trennen, das ist alles eine Einheit. Dann wird es dann schwierig, das Problem zu lösen, was wir haben. Ne? Na, absolut. Ich sage eben, es gibt keinen unpolitischen Islam. Der Islam ist politisch durch und durch. Der Islam ist der Staat und der Staat ist der Islam. Was wir eben haben, sind unpolitische Muslime, Menschen, die eben selber entscheiden wollen, wie viel Islam, Buchtreue sie leben wollen. Und das ist eben die Chance, weil wenn alle eben diesen orthodoxen Islam leben würden, wie hier wären, hätten wir schon längst Bürgerkrieg. Und die Lösung des Problems, Heinz-Christian Strache, der Vizekanzler, hat es angesprochen. Es wäre eigentlich der Verbot des politischen Islams, also erstmal an diese radikalen Verbände rangehen. Wäre das auch ein Weg, den Sie gehen würden oder unterstützen würden? Na, absolut. Ne? Also man muss der Schlange den Kopf abschlagen. Und zwar da, wo Hasspredigten stattfinden, muss man natürlich reingehen. Es muss Transparenz herrschen. Und wenn natürlich auf Arabisch gepredigt wird, ich verstehe, dass die Gläubigen natürlich in ihrer Muttersprache beten wollen. Aber da ist es natürlich als Außenstehender total schwierig, reinzuhören, was wird da eigentlich gepredigt. Ja? Aber den Islam an sich zu modernisieren oder die gefährlichen Bestandteile rauszunehmen, wird schwierig, ja? Naja, was bleibt dann davon übrig? Dann haben wir eigentlich ein Grundgerüst aus dem Judentum, aus dem Christentum. Was zeichnet diesen Islam speziell, wie zeichnet es sich ab, wie grenzt er sich ab von den anderen Religionen? Ja? Er wird dann eigentlich obsolet. Und vor allem die Reformer im Islam, die liberalen Muslime, wenn sie einen Schritt weiter gehen, dann merken Sie, Sie finden ja auch gar keine Heimat mehr im Islam. Also ein aufgeklärter, moderner Mensch kann sich im Islam gar nicht mehr wohlfühlen. Deswegen verlassen diese Reformer dann irgendwann mal den Islam, weil sie ja die Schnauze voll haben, weil einfach nicht reformierbar ist, weil dann ist ja kein Islam mehr. Und deswegen sind diese Kräfte auch so schwach innerhalb der islamischen Gemeinschaft. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, so mit Judenhass indoktriniert und mit dem radikalen Islam hier dann in Österreich das abzulegen? Also es war in Deutschland, eben dieses Schlüsselerlebnis im Musikunterricht, als wir Havana Gila singen mussten und ich sagte, ich kann doch nicht zum Lied des Feindes singen. Und da wurde meine Mutter eben hellhörig und hat mir ein Buch geschenkt über eine Freundschaft zwischen einem israelischen und einem arabischen Junge. Und dann haben wir das erst aufgearbeitet. Das war auch meinen Eltern gar nicht bewusst, wie stark das in mir drin ist. Und das Schöne dabei ist, bei meiner Hochzeit haben wir dann Havana Gila gesungen. Prima, herzlichen Dank von mir so. Gerne.